Bevor das Video anfängt, möchte ich noch anmerken, dass das Bayern-Spiel verschoben wurde auf heute 20 Uhr, weil die Bayern ja dann gleich weiter nach Katar zur Club-WM fahren und darum wurde das Spiel jetzt auf 20 Uhr vorverlegt. Und wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like, Abo, da würde mich auf jeden Fall freuen und schreibt eure Tipps in die Kommentare, das würde mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns nach dem Intro. Ja, fangen wir an mit dem ersten Spiel am 20. Spieltag. Mainz gegen Union Berlin. Union Berlin hat gegen Gladbach 1 zu 1 letztes Spiel gespielt, was auf jeden Fall sehr souverän ist. Stuttgart hat 2 zu 0 gegen Union Berlin hat 2 zu 0 gegen Stuttgart verloren. Ja, mein Tipp ist trotzdem ein 1 zu 1. Ja, das ist, denke ich mal, schon gerechtfertigt für beide Mannschaften. Ja, weiter geht's mit Freiburg gegen Dortmund. Dortmund hat 3 zu 1 gegen Augsburg gewonnen und Freiburg wiederum hat 0 zu 3 gegen Wolfsburg verloren. Was ja nicht viel heißen möchte, aber Dortmund kommt wieder besser in Fahrt. Ich glaube trotzdem, dass Freiburg wieder mit 0 zu 3 verlieren wird, weil Dortmund ist jetzt wieder ein bisschen in Fahrtrichtung und ich denke schon, dass Dortmund das heute mal rockt. Weiter geht's. Schalke gegen Leipzig. Schalke hat jetzt mit Groß wieder eine stabile Bilanz, also was heißt stabile? Vier Niederlagen, ein Unentschieden, glaube ich, und ein Sieg, wenn mich nicht alles täuscht, aber es geht auf jeden Fall aufwärts. Leipzig ist natürlich auch ein starker Gegner, wo der kommt. Daher würde ich trotzdem mal sagen, es wird ein knappes 1 zu 2 für Leipzig. Hoffenheim gegen Frankfurt. Hoffenheim hat ja 4 zu 1 gegen die Bayern verloren und Frankfurt hat 3 zu 1 gegen die Hertha gewonnen. Ich schätze trotzdem, dass Hoffenheim ein bisschen ein Ticken besser ist wie Frankfurt. Daher würde ich mal sagen, das wird ein 2 zu 1, weil Hoffenheim hat halt auch starke Spieler. Und Frankfurt zwar auch, aber nicht ganz so gut. Gladbach gegen Köln. Gladbach, hat ja wie gesagt 1 zu 1 gegen Union gespielt und Köln hat 3 zu 1 gegen Bielefeld gewonnen. Ja, ich würde mal schon sagen, dass das ziemlich ausgeglichene Mannschaften aktuell sind, aber ich würde trotzdem jetzt Gladbach noch einen Ticken mehr zutrauen, dass sie gewinnen würden. Und darum würde ich einfach mal sagen, das wird ein 3 zu 1 für die Fohlen aus Gladbach. Köln ist wie gesagt eine starke Mannschaft. Leverkusen gegen Stuttgart. Stuttgart hat 2 zu 0 gegen Mainz, wie gesagt, schon gewonnen und Leverkusen hat 1 zu 0 gegen Leipzig verloren. Das ist wahrscheinlich spannendste Spiel am letzten Wochenende. Aber ich würde schon jetzt Leverkusen das zutrauen, dass sie das mit einem 3 zu 0 nach, ne, sie spielen schon in Leverkusen. 3 zu 0 auf jeden Fall für Leverkusen. Ja, Augsburg gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat ja mit 3 zu 0 gegen Frankfurt gewonnen und Augsburg hat auf jeden Fall verloren. 3 zu 1 gegen die Borussia aus Dortmund. Darum würde ich schon Wolfsburg jetzt hier als stärkeren Gegner einschätzen, aber die haben ja auch am Wochenende gespielt. Deshalb würde ich mal sagen, es wird ein knappes 1 zu 2 für Wolfsburg, weil ja, die haben halt Belastung wegen dem Spiel. Gestern war Mittwoch, weil ich nehme das Video am Donnerstag auf. Am Mittwoch gehabt, darum würde ich sagen, es wird nur ein 1 zu 2. Bielefeld gegen Werder Bremen. Werder hat ja 1 zu 1 gegen Schalke gespielt. Kann man sich denken, was man dazu sagen soll. Und Bielefeld hat ja 3 zu 1 gegen Köln verloren. Darum würde ich mal sagen, ein 0 zu 3 für die Werder aus Bremen. Ja, wie schon am Anfang des Videos gesagt, Hertha gegen Bayern wurde auf 20 Uhr vorgelegt, weil die Bayern noch nach Katar müssen am Freitagabend wegen den Hygienevorschriften der DFL, wegen der Situation, die wo man hier in einem YouTube-Video nicht aussprechen darf. Ja, darum würde ich mal sagen, Bayern rockt das trotzdem mit
Einem auch ein Herr, ja, Hertha hat 3 zu 1 gegen Frankfurt verloren. Darum würde ich mal sagen, das wird ein 3 zu 1 für die Bayern, weil Bayern ist wieder ein bisschen besser in Form. Ja, ich denke mal schon, die Bayern rocken's. Ja, da möchte ich mich jetzt bedanken für das Video. Schreibt wie gesagt eure Tipps rein und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!